Guten Morgen, liebe Traderinnen und Trader. Wir haben es Freitag, die Handelswoche fast geschafft. Ein paar wichtige Informationen haben wir noch. Ich denke mal, auch die ein oder andere schöne Bewegung wird heute am Freitag noch vor uns liegen. Deswegen schauen wir heute unter anderem auch mal auf das, was gerade im Silber passiert. Silber hat es sich ja von der Entwicklung im Goldpreis deutlich abgesetzt. Ja? Da gab es durch die Reddit-Community doch deutlich Avancen, den Silberpreis nach oben zu schieben. Aber auch das klappt irgendwie nicht nachhaltig. Deswegen haben wir Silber heute mal so ein bisschen mit auf der Uhr. Bei den Währungen habe ich unter anderem auch Euro, Australdollar mal wieder da. Wir schauen auf die großen Indizes, was sich dort bewegt. Hier, ab nach unten momentan kräftig kommt der Druck von oben auch in den Indizes. Woran das liegt? Naja, es wird ganz klar deutlich, es liegt immer mehr am Thema Zinsen. Schwieriges Thema. Also eigentlich nicht, ja, aber es ist halt eine extrem hohe Unsicherheit da, was die Notenbanken denn nun machen, und das verunsichert die Märkte. Ich werde später noch ein paar Worte dazu entsprechend sagen und dazu auch noch gleich an dieser Stelle wie jeden Morgen die Bitte, wer einen Wunschmarkt hat, hier rein in die Chats, einfach auf Facebook oder auch auf Zoom. Ich kümmere mich gerne um die ein oder andere Wunschmärkte. Wir bekommen auch schon, es flattert auch schon irgendwas rein heute. Heute ist sogar ein bisschen crazy. Wir wollen mal wieder Fragen haben zum türkischen Lira, US-Dollar und Euro-türkische Lira. Das sind ja Sachen, die gucke ich mir auch immer mal so an. Aber ich bin manchmal ein bisschen schüchtern, die hier in die Sendung mit reinzunehmen, weil das natürlich Sachen sind, die hat nicht wirklich jeder auf der Uhr. Aber es sind oft so schöne Trading-Gelegenheiten, die wir da sehen. Deswegen danke für die Fragen. Also wenn ihr sowas haben wollt, hier in der Community, rein damit in die Chats. Schaut ruhig immer mal über den Tellerrand hinaus. Entwickelt euch da weiter. Das Trading-Leben besteht nicht nur aus den 6 Majors. Es gibt ein bisschen mehr zum Traden, und wir können bei Tickmill hier eine ganze Menge zu Top-Konditionen auch kriegen, wir Trader. Von der Seite her immer wieder raus damit, sehr, sehr gerne. Ich kümmere mich wirklich unheimlich gern auch um solche Dinge, denn es funktioniert. Was auch funktioniert, ist die Routine hier morgens bei uns. Als nächstes kommt der Blick in das Risiko. Ich bitte, wie jeden Morgen in Gänze zur Kenntnis zu nehmen, was hier geschrieben steht. Der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Und schwupps sind wir schon bei der Tagesvorbereitung. Ja, ich mache es heute mal so ein bisschen kurz. Wir bekommen Arbeitsmarktdaten, und die sind so unheimlich wichtig für die Entwicklung auch der Märkte, für die Stellschraube der Fed, für das, was jetzt alles so in Zukunft kommt. 14:30 Uhr, die Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft, auch bekannt als Non-Farm-Payrolls. Wir kriegen im gleichen Zusammenhang auch die entsprechende Arbeitslosenquote. Hier an dieser Stelle, man sieht es, Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft, die soll deutlich ansteigen. Die Arbeitslosenquote in den USA soll stabil bleiben bei 6,3%. Die Notenbank und auch der Staat möchte gerne eine Vollbeschäftigung. Also da ist noch ein Stück weit Weg zu gehen. Und dann steht hier drinnen, auch mit 3 Sternen versehen, der US-Bundesetat. Was soll ich denn dazu sagen? Ich glaube, das wird keine großen Einflüsse auf die Märkte haben, wenn alles normal abläuft. Aber wenn die sich fetzen, die Fetzen fliegen und wieder hier Drohungen kommen und was weiß ich nicht alles, was die Leute sich da einfallen lassen, die an den Diskussionen auch teilnehmen. Wenn die bockig sind, dann kann das schon Einfluss haben. Wir werden es sehen. Es ist 20 Uhr, das ist bei uns nach Feierabend, und in den USA, keine Ahnung, inwiefern dann auf sowas noch großartig reagiert wird. Aber hey, es ist so, es steht heute im Kalender drin, deswegen haben wir es auf der Uhr. Später am Abend dann natürlich noch die COT-Reports, das haben wir dazu. Und bei den Nachrichten, geht es jetzt quasi wirklich mal um das Thema, was kommt denn hier an dieser Stelle an Zahlen rüber diese Woche, und da gucken wir mal auf die wichtigsten Themen mit drauf, und zwar hatten wir ja diese Woche einiges an Einkaufsmanager-Indizes bekommen, und wir sehen hier sehr schön tatsächlich auch ein paar grüne Zahlen, und das ist ja doch etwas Gutes, denn wir sehen halt, die grünen Zahlen sind nicht nur grün, weil sie über den Erwartungen der Analysten lagen, sondern die sind auch grün, weil sie über den vorherigen Zahlen lagen, und das ist ein sehr, sehr schönes Ergebnis. Das heißt, wenn wir uns mal den Montag beispielsweise anschauen, wir haben das Ganze bekommen in Deutschland, in Großbritannien und den USA und bei allen dreien sehen wir Anstiege gegenüber der vorherigen Niveaus und das sind durchaus Besserungen und das wird sich mit guter Wahrscheinlichkeit auch noch bessern. Ja, wenn das Thema Impfstrategie auch weiter ausgearbeitet wird, wenn immer mehr Leute immunisiert werden gegen Covid-19, dann wird sich viel bessern und das wird dann auch natürlich Auswirkungen haben, entsprechend auf die Einkaufsmanager-Indizes. Das wird dann auch die Arbeitslosigkeit bessern. Von der Seite her kommen immer wieder durchwachsene Ergebnisse hier an dieser Stelle. Die Veränderung der Arbeitslosigkeit, hier war in Deutschland beispielsweise eigentlich ein Rückgang von 13.000 Stellen erwartet worden. Tatsächlich war es ein Zuwachs von 9.000, also das ist eher ungünstig. Seitens der Verbraucherpreisentwicklung, also die Inflation, haben wir diese Woche 0,9% gemeldet bekommen. Das ist also, soweit ich das in Erinnerung habe, auch hier unten steht es ja auch geschrieben, genau, auf gleichem Niveau zum Vormonat. Das Thema Inflation haben wir ja immer auf der Uhr. Am Mittwoch dann gab es allerdings ein paar rote Zahlen bei den Einkaufsmanager-Indizes für die Dienstleistung aus Großbritannien. Da haben wir unter den Erwartungen geschlossen, ja, aber bitte auch hier, bitte ganz genau hinschauen. Die Erwartungen sind hier über den Vormonaten gewesen und die Erwartungen wurden halt nicht ganz genau erfüllt. Deswegen ist das Ganze rot. Trotzdem sind die Werte angestiegen. Also auch das kein zu schlechtes Ergebnis an dieser Stelle. Thema Beschäftigungsänderung in den USA. Jep. Das ist mal wieder so ein Schuss vorm Bug. Der Arbeitsmarkt in den USA ist noch längst nicht so solide. 177.000 neue Stellen sind erwartet worden, 117 sind es tatsächlich nur gewesen, nach 195 in dem Vorbericht. Das ist schwierig. ISM-Einkaufsmanager-Index für die Dienstleistung in den USA, der hat tatsächlich enttäuscht, ist rückgegangen auf 55,3 von 58,7 und die Rohöl-Lagerbestände, ich sage jetzt nichts, kann jeder selber lesen. Plus 21,5 Millionen Barrel. Was ist denn da los? Der Ölpreis geht trotzdem nach oben. Passt auf, zum Thema Öl. Wir haben ja auch OPEC gehabt diese Woche, diese Tage. Ich glaube, gestern war das gewesen. Was macht die OPEC? Die OPEC hat ja aufgrund der Stabilisierungsmaßnahmen in diesem Jahr die Fördermenge begrenzt. Ja? Also das heißt einfach mal Beeinflussung der Preise durch Verringerung des Angebotes. Kann man machen. Die Frage ist nur, wie lange sowas nachhaltig ist. Ich habe ja dazu schon ein paar Worte gesagt, das Angebot bleibt nicht ewig niedrig. Und wenn die USA beispielsweise jetzt nach dem Winter wieder anfangen, vermehrt Schieferöl zu fördern, dann wird das Angebot ganz anders ausschauen. Und das kann dann schon deutlich zu einer Ausweitung der Fördermengen führen. Und dann muss man sehen, wie es hier vorangeht. Also die Zahlen, die wir jetzt haben, die sind ganz klar, wie sie sind. Ja, das ist logisch. Und die Rohöl-Lagerbestände, dass die so gestiegen sind, dafür gibt es auch diverse Dinge, wo man einfach sieht, gerade auch das Thema in Texas und. Also da gibt es eine Menge, wo man sagt, okay, da ist einfach auch nicht viel genug verbraucht worden. Die Einzelgründe kenne ich hier natürlich nicht, was da dahinter steckt, aber wir sehen halt, dass diese Zahlen hochvolatil sind und das zeigt uns halt auch das, was am Ölmarkt los ist. Und wenn wir dann jetzt wieder Fördermengen mehr bekommen, weil beispielsweise die Schieferölproduktion in den USA wieder ordentlich an Fahrt gewinnt, tja, das kann dann schon deutlich wieder auf den Preis drücken. Aber ich sage es an dieser Stelle auch immer, wir haben einen Aufwärtstrend in den Ölpreisen und der Trend hält so lange an, wie er anhält. Und der kann noch deutlich weiter steigen. Ich habe diese Woche Analysen gelesen, da spricht man schon wieder von Ölpreisen um die $100. Ob es soweit kommt, ich habe echt keine Ahnung. Ich weiß es wirklich nicht, aber charttechnisch ist das Ganze definitiv drin. Das haben wir ja schon oft genug besprochen, dass dort nach oben noch einiges liegt, was man hier mit sehen kann. Ansonsten Donnerstag Einkaufsmanager-Index in Großbritannien vom Baugewerbe, auch der schön grün von 49,2 auf 53,3. Also auch in Großbritannien wird gebaut. Wir sehen also, das Thema Bauen ist überall ein sehr wichtiges Faktor. Thema Bauen hat übrigens auch im Beige Book eine Rolle gespielt in den USA. Das haben wir ja diese Woche Mittwoch bekommen. Da gehe ich nachher nochmal kurz drauf ein, auf Grundlage der Situation, dass ich heute nochmal ein bisschen auf das Thema der Anleihen eingehen möchte, können wir da leider nicht so tief eingehen, sonst sprengt das Ganze hier den Rahmen. Wir haben hier auch eigentlich noch einige Wunschmärkte zu besprechen, die will ich auch durchgehen und deswegen haben wir heute viel auf dem Programm. Was kommt in der nächsten Woche, beziehungsweise, ja doch, das ist ja die Wochenvorausschau für die nächste Woche. Also, los geht's. Dienstag, 9. März, das erste. Da ist wieder das Thema Energie, das Thema Öl mit auf der Uhr. Da gibt es den kurzfristigen Energieausblick in den USA, der EIA. Das ist wichtig, das kann durchaus die Preise auch bewegen. Ansonsten Mittwoch die Verbraucherpreisindex in den USA und wie immer die Rohöllagerbestände. Und am Donnerstag ist die EZB dran. Da geht es heftig zur Sache mit dem Euro. Der ist ja momentan wieder eher auf der Unterseite unterwegs. Ja, wir hatten drüber gesprochen, der Fake-Ausbruch aus der inversen SKS. Also das Ganze gibt es Donnerstag. Wir kriegen am Donnerstag in den USA die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe und die Jolts-Stellenangebote. Also Donnerstag ist quasi EZB-Tag und Arbeitslosenzahlen in den USA. Und am Freitag bekommen wir dann bei den Briten die Produktion vom verarbeitenden Gewerbe und die Erzeugerpreise in den USA, also der Erzeugerpreisindex, was dort entsprechend ist. Und wir sehen es hier unten, die Prognose ist eine Zahl von 0,3 als Zuwachs, der vorherige bei 1,3. Mal schauen, wie es dort zurande geht. So, das hätten wir dazu. Und damit würde ich sagen, ja, genug gesprochen über die Zahlen der aktuellen und vergangenen Woche und geschaut auf das, was nächste Woche kommt. Ja, wir schauen jetzt mal auf die Charts. Aber jetzt nicht auf den Euro. Der Euro, ist das nicht irre? Wow. Wenn wir es schaffen, nachher noch ein paar Worte dazu. Aber zunächst erstmal Silber. Das hatte ich angesprochen, sonst kommen wir hier völlig aus dem Konzept. Silberpreis, was haben wir gehabt? Der Silberpreis, ganz klar. Wir haben die Anomalie gehabt. Der Ölpreis, der Goldpreis ging deutlich nach unten. Schaut mal hier, das ist der Chart vom Gold. Ja, das geht also ordentlich im laufenden Abwärtstrend zur Unterseite zur Sache im Gold. Nächster Halt, 1680 Dollar. So, also stark zur Unterseite. Und jetzt festhalten, dass in der gleichen Zeit der Silberpreis hier neues Jahreshoch gemacht. Es ist einfach Wahnsinn. Auch ausgelöst durch die Reddit-Gemeinschaft. Ich hatte es ja gesagt und das Thema ist natürlich ein sehr wichtiges gewesen, weil das hatte doch deutliche Einflüsse entsprechend auf den Markt gehabt. Aber Silber kommt jetzt ganz schön deutlich zurück. Wir sehen es hier im Tageschart. Ich nehme mal kurz die kleinen Marker raus, die wir hier haben und mache mal das Bild ein bisschen größer. Wir sehen es hier. Das war der große Aufwärtsschub, Jahreshoch bei 30,09. Supportbereich haben wir hier gehabt, um die 26 Dollar. Und das ist der Punkt, auf dem ich im Artikel auch eingegangen bin. Der Markt hat die 26 Dollar forciert, aber gestern komplett rausgenommen und es sieht momentan nicht zwangsweise nach Besserung aus. Und wenn wir einfach mal die aktuelle Lage auch anschauen, wir haben jetzt auf Tagesbasis tatsächlich einen validen Abwärtstrend, ne? Die Validierung ist schon ein bisschen früher gekommen. Wenn ich mal kurz die Trenderkennung rausnehmen kann, dann sieht man es ein bisschen besser. Hier schaut mal, das war der erste Schub nach unten, das war quasi die Korrektur zu dem hier oben. Dann ging es nochmal kräftig nach oben, das war die Gegenbewegung, auch trendig, aber schon wieder ein starkes Maß an Volatilität. Zwischenhoch hier bei 28,32. Das ist jetzt übrigens auch der Maximalwert für eine mögliche Gegenbewegung im Rahmen dieses Abwärtstrends. Und da sieht man auch, dass man durchaus für die Korrektur deutlich Potenzial zur Oberseite hat. Und das sollte man bei den starken Volatilitäten, die wir hier im Silber haben, definitiv nicht aus dem Auge verlieren, ne? Die Korrektur hat also ordentlich Potenzial. Aber sollten wir hier unter die Tagestiefs drunter fallen, das heißt hier unter das, was wir gestern gehabt haben, beziehungsweise heute sind wir ja schon mal ganz kurz drunter gelupft, also so grob über den Daumen die Marke von 25,05. Wenn es dort drunter geht, wäre mal der Anlaufweg nach unten hin ganz klar da. Hier der Supportbereich um die 24,09. Das kommt aus dem größeren Aufwärtstrend hier rauf. Das ist dessen letztes Korrekturtief. Ja, da sieht man auch mal, wie weit die Schwankungsbreite hier an dieser Stelle ist. Das sind zwischen Tief und Hoch sind das gute 6 Dollar, die dort drin liegen. Und da kann sich locker mal ein Trend auch austoben. Da kann sich auch dieser Abwärtstrend austoben. Also wir müssen nicht mal hier diesen Trend brechen, haben aber trotzdem noch den Abwärtstrend da, den wir gut zum Traden nutzen können. Kleiner Mini-Aufenthaltspunkt, wenn wir hier auf dem Weg nach unten mit reinlaufen, wäre hier diese Marke hier unten um die 24,70, das wären mal die Anlaufpunkte. Das kommt dann übrigens aus diesem kleineren untergeordnet laufenden Trend. So, und jetzt schauen wir uns im Silberpreis allerdings nochmal das Thema der korrektiven Phase an. Und da sehen wir, ja klar, das ist ja wieder mal typisch, da sehen wir wieder mal hier, dass die Marker auch drinnen liegen. Und das gucken wir uns mal kurz im Stundenchart an. Da sehen wir es nämlich gut am Laufen. Und zwar hier, da sehen wir den Abwärtsrutsch. Ich glaube, wir machen mal besser den 4-Stunden-Chart. Das Bild sieht, naja, fast identisch aus. Die wichtigen Marker sind natürlich absolut identisch, aber wir sehen ein bisschen mehr an der Historie. Also nochmal ganz kurz das Thema zur Unterseite hin. Sollten wir hier und das heutige Tagestief drunter fallen, das heißt Fortsetzung dieses Abwärtstrends hier des Kleinen, ich mache den mal kurz an, hier, schaut, da sehen wir ihn, das ist der richtungsführende Abwärtstrend auch im Kleinen, das ist sozusagen der Bewegungsarm von diesem größeren Abwärtstrend hier an dieser Stelle, und wenn der sich fortsetzt, wie schon gesagt, im Kleineren, die Anlaufpunkte hier, diese zwei kleinen Zwischentief bei 24,85 und 24,70 und dann hier der größere Auffangbereich, das ist das, was wir auf Tagesbasis gerade gesehen haben, das ist die Marke um die 24,09, dieser Schwungbereich dort unten, das ist die Unterseite. Aber jetzt müssen wir uns aber im Silber auch gefasst machen, es kann ja immer wieder doch mal deutlicher zur Oberseite gehen, denn das Korrekturpotenzial ist da und wir haben ja gesehen, was nach diesem Schub nach unten passiert ist, da hat sich sogar ein Aufwärtstrend gebildet, da konnte man immer wieder einiges treten, die Volatilität war hoch, ja, aber daraus sehen wir halt an dieser Stelle auch, Korrekturen sind durchaus da. Und wenn wir hier nur mal das letzte Stückchen nehmen wollen, also von dem Zwischenhoch hier bei 28,20 bis hier unten rein, bis da unten hin, wenn wir das mal als korrektive Spanne sehen wollen, ja, dann haben wir viel, viel Luft zur Oberseite hin. Zunächst erstmal ganz klar, ich hatte das hier noch in grün gelassen, aber dieser ehemalige Supportbereich um die 26 ist jetzt natürlich mit Sicherheit kein Support mehr, sondern logisch, wir notieren drunter, das ist mal ganz, ganz klar ein Widerstandsbereich. Und das wäre mal der erste Anlaufpunkt zur Oberseite hin, wenn wir hier über die 25, knapp 47 drüber steigen. Das wäre Nummer 1. Kommt es dann zu einer deutlichen Ausweitung der Korrektur zur Oberseite hin, dann als erster Punkt über dem Widerstand die 26,30 und dann hier oben die Zwischenhochs, die wir liegen haben bei 26,90, 27,07 und dann ganz wichtig, solche Punkte bitte nicht außer Acht lassen. Solche Drehbereiche wie die, die wir hier sehen, die 27,30, die sind wirklich wichtig. Die haben sehr viel Markterfahrung bekommen, weil hier Support, Support, Support und hier plötzlich drunter, hier drüben auch immer wieder diese Marke mit im Spiel gehabt. Das heißt, die 27,30 haben schon eine Marktrelevanz und dann in der weiteren Ausbildung Ausdehnung natürlich hier oben Richtung 28,20 und hier dann die 28,32. Ne? Kann ja sein, dass sich der Markt nach oben entwickeln möchte und das hier zur Oberseite auch spielt. Das die Anlaufpunkte, planbare Art und Weise im Silberpreis. So, wir machen weiter mit den Währungen. Ich hatte auch avisiert, wir schauen auf den Euro-Austral-Dollar. Zum Austral-Dollar haben wir dann auch noch eine Frage bekommen. Ich hoffe, ich vergesse heute nichts, und zwar Austral-Dollar, Kan-Dollar. Das heißt, wir machen jetzt mal die beiden Austral-Dollar-Währungen. Ich starte erstmal durch mit dem Währungspaar Euro-Austral-Dollar. Ich bin gerade auf der Suche hier. So, da haben wir einen Euro-Austral-Dollar. Schöner Anstieg hier gehabt, dann die Korrektur. Jetzt läuft es schon wieder so ein bisschen nach oben. Deswegen heute mal der kleine Blick rein in den Euro-Austral-Dollar. Ich gehe mal kurz in die Woche. Ich weiß, die vielen, vielen Linien sind drinnen. Ich lasse die jetzt mal kurz liegen. Das Wichtige hier unten, dieser Bereich unten um die Marke von 1,52 bis 1,53, da der Supportbereich, der hat eben Abwärtstrend den Boden gegeben. Und jetzt haben wir hier in der letzten Handelswoche von diesem Supportbereich unten eine schöne Umkehrkerze bekommen. Und diese Umkehrkerze ist jetzt wichtig zu betrachten. Das heißt, hier schauen wir uns mal eben kurz an. Ich ziehe mal kurz hier die Linie hoch. Da oben, das ist das Hoch dieser Kerze. Ungefähr die Marke von 1,5690. Läuft es dort drüber, bekommen wir ein Umkehrsignal auf Wochenbasis, und was dann passieren kann, ist klar, dann kann der Markt doch deutlich höher laufen. Heißt also hier Ausdehnung der Gegenbewegung. Wartet mal, ich muss jetzt doch mal ein paar Linien hier rauslöschen, das wird mir hier oben ein bisschen zu bunt. Das heißt, das, was wir hier oben dann raufkriegen, ist mal der Weg oben rein in das höhere Level hier um die 1,5950. Das ist durchaus da. Deswegen heute das Währungspaar auch mit auf der Uhr, dass der Tageschart hier schön die initiale das initiale Aufbäumen. Jetzt sind wir hier runtergegangen und das, was jetzt hier ist, hat wiederum zwei Chancen. Das eine wäre die Shortseite, denn wir sehen hier natürlich, dass hier ist nur die Korrektur im laufenden Abwärtstrend. Das heißt, das wäre die Korrektur, das schon wieder in Richtung des Trends. Und wenn wir hier an dieser Stelle, ich skizziere es einfach mal nur an, damit man das Bild gut sehen kann, was ich da an dieser Stelle meine, sollte es dort tatsächlich dazu kommen, dass wir hier in diesem Sinne nur die Korrektur sehen, also das heißt diesen Lauf hier in etwa und dann nach unten ausbrechen, dann hätten wir quasi dieses hier wieder da, einen Abwärtstrend und da kann man dann sagen, okay, die erste initiale Abprallbewegung, die wir gerade auf der Woche gesehen haben, wird hier vom Markt komplett negiert. Das wäre die Abwärtsphase, aber es wäre ja nicht das Trading und die Möglichkeiten am Markt, die wir immer haben, wenn wir hier nicht noch eine Oberseite hätten. Und das ist jetzt das Interessante. Das wäre nämlich genau das Signal, dass der Markt diese Umkehr auf der Wochenbasis noch ein bisschen nach oben ausdehnen möchte und wir hier die Gegenbewegung zu diesem ersten Schub sehen. Das heißt, wir sind hier wieder in einem sehr, sehr interessanten Drehbereich und das schauen wir uns mal kurz in der Woche an, denn hier in der 4-Stunden-Basis, denn der 4-Stunden-Trend an sich, der hat jetzt hier unten, schaut mal, da war das letzte Korrekturtief, da ist er drüber gegangen, massiv mit hoher Dynamik, dann hier an dieser Stelle den Weg nach unten gezeigt, das war die Gegenbewegung und jetzt fängt der Markt hier langsam an, nach oben zu trenden und wenn es tatsächlich der Markt schafft, hier diesen kleinen Aufwärtstendenz nach oben vorzutreiben, dann haben wir gute Chancen, erst einmal hier oben reinzulaufen. Das heißt, dann hätten wir quasi drei Arme, jawohl, mit 2 Fingern gezeigt. Ein Gruß von den Jungs vom Sägewerk. Also das heißt hier an dieser Stelle, der Weg nach oben, das war der erste Bewegungsarm. Dann der Weg nach unten, das war der zweite Bewegungsarm und jetzt trendet es so langsam wieder nach oben. Das wäre dann der dritte Bewegungsarm und wenn sich der dritte Bewegungsarm dazu entscheidet, über das Zwischenhoch hier oben drüber zu laufen, dann an dieser Stelle natürlich haben wir einen größeren Trend in den 4 Stunden und das wäre dann die Bestätigung der Umkehr oder der Abprallsituation, die wir auf der Woche gesehen haben und dann können wir durchaus auch die Oberseite weiter befeuern und wenn wir da den 4-Stunden-Chart mal noch ein Stück weiter zusammenraffen wollen, sehen wir schon interessante Anlauflevel, was wir hier an dieser Stelle haben und da wäre mal zu nennen, ganz klar hier die Marke von 1,5950, das ist ja das, was wir im größeren Bereich gesehen haben. Dazu müssen wir aber hoch, kommt das nicht dazu und das muss ich hier an dieser Stelle ganz klar sagen, sollten wir unter die 1,5409 fallen, tja, dann sieht es eher wieder zur Unterseite aus und das sind die Setups, liebe Traderinnen und Trader, die in diesen Wendebereichen halt gute Chancen ergeben auf der Wendeseite, also in die Wenderichtung rein, aber die halt auch immer die Gefahr bergen, dass der Markt wieder runterdreht. Der große Vorteil ist aber halt, dass man in diesen Situationen eine recht enge Absicherung findet und deswegen kann man die gut nutzen und ich weiß, das ist für den einen oder anderen, der sagt sich, Mensch, wie lange soll das denn da dauern? Wenn man einmal dann so eine Umkehr bekommen hat und man einen nachhaltigen Trend hat, dann werden Sie sehen, wie viel Spaß man damit haben kann. Ich kenne das selber aus meiner eigenen Erfahrung. Gerade jetzt auch in den Umschwungphasen bei den Indizes, die man immer mal gehabt hat, da wird es ein bisschen ruppig. Aber wenn dann irgendwann das Ruppige weg ist und Fahrt aufgenommen wird, dann macht es Spaß. Und bis dahin, ja, muss man halt immer mal probieren, was passiert. Sonst kommt man in die Situation, wenn man diese Chancen nicht nutzen, wenn sie da sind, dann kommt man immer wieder in die Situation, dass man im Nachgang sagt, na, hätte ich doch mal. Und deswegen hier diese Chancen immer wieder besprochen. Das Euro, Australdollar. Wir machen weiter mit Australdollar, kanadischen Dollar. Bleiben wir mal beim Australien-Dollar. Haben wir hier das ganze massive Abschub momentan. Kleiner Abwärtstrend ist mittlerweile auch schon da. Wir gehen auch hier mal ganz kurz in die Woche rein, damit wir nur mal sehen, wo wir abgeprallt sind. Wartet mal, ich nehme mal ganz kurz hier diese Zeichnung raus. Also, was ich euch hier zeigen möchte, dieses Level hier oben, ja, wo diese 3 Linien drinnen liegen, das ist ein Bereich, wo der Markt nicht richtig drüber wollte. Wir haben hier die starke Abverkaufskerze von der letzten Woche gesehen und die hat natürlich sehr, sehr stark nach unten sozusagen den Weg schieben. Das heißt, die Bestätigung der Umkehr von letzter Woche ist raus. Was passiert jetzt? Was ist das Nächste? Was brauchen wir auf der Woche definitiv? Was müssen wir in der Woche definitiv auf der Uhr haben? Was wir definitiv auf der Uhr haben müssen, ist die Marke hier unten und das Tief. Ich mache es größer, damit man es besser sehen kann. Dieses Tief hier unten ist extrem wichtig. Also das ist das letzte Korrekturtief hier aus der letzten trendigen Geschichte in der Woche. Läuft der Markt hier unter die 0,97 drüber, ist der Wochentrend erst einmal gebrochen. Und das kann dann durchaus dazu führen, dass der Markt sich weiter nach unten erstmal ausdehnt. Und wenn wir dann mal schauen wollen, wo das letzte Korrekturtief gewesen ist, hier an dieser Stelle, wenn wir uns den Aufwärtstrend mal anschauen, ja, der ist ja ziemlich weit auch gelaufen hier, also das mal das Trendige quasi hier an dieser Stelle ganz grob gezeichnet, dann können wir sehen, wir haben schon ein paar Ziele als Anlaufmarken drinnen. Das wäre zunächst erstmal hier natürlich dieser Bereich um die, was haben wir liegen, 0,96, 50, 60 hier oben rum in diesem Drehbereich. Dann hier natürlich dieses kleine Zwischentief, das haben wir bei 0,94. 70 in etwa liegen, 50 bis 70 und dann hier das Zwischentief unten drinnen liegen, um die 92, 40, 92, 50 rum. Das haben wir hier. Da ist also viel, viel Luft zur Chartunterseite und wenn der Markt das tatsächlich spielt, sind das die schönen Setups, die wir hier treten können und das mal noch auf Tagesbasis gesehen, da sehen wir das Ganze auch und wir sehen, Alter, dass wir auf Tagesbasis auch schon einen Abwärtstrend haben. Nächster Anlaufpunkt, wie schon gesagt, ganz klar hier die 0,97. Wenn wir im Tageschart einen Rücksetzer sehen, das heißt, das ist jetzt mal die letzte Bewegung hier auf Tagesbasis, die schauen wir uns mal kurz im 4-Stunden-Trend an, da sehen wir, dass der auch trendig nach unten läuft, also hier ist der Trend, wir sehen sogar die Bewegungsarme, hier der letzte Bewegungsarm auch, wenn der korrigiert, haben wir hier natürlich auch die Rücklaufchance und das Ganze hier mal nach oben zu sehen mit Blick auf die 4 Stunden, das ist das Korrekturhoch, das letzte hier aus diesem Bewegungsarm um die 98, 0,98, 74 rum und dann haben wir hier noch zwei Anlaufmarker, die wir durchaus sehen können, das wäre zum einen hier der Widerstand um den Trendfortsetzungsbereich hier, beziehungsweise Trendbildungsbereich, der Drehbereich, den wir hier an dieser Stelle haben, das ist mal so ganz grob das Level um die 0,9825 und das gleiche Bild können wir sozusagen auch noch steuern hier unten in diesem Level, wo wir ausgebrochen sind, das ist auch wieder so ein, naja, so ein Hin- und Herwackel-Level, aber hier grob die 0,97 95 bis 0,98, das mal das Level zur Oberseite hin, sollte es tatsächlich einen Rücklauf geben. Wenn nicht, dann haben wir ganz klar das Ganze auf der Unterseite zu sehen und wie schon gesagt, die Marke auf der Unterseite haben wir im Tageschart, nächster Halt 0,97. Das ist der Blick in Austral-Dollar, Kann-Dollar. Dann gehen wir weiter. Ich mache jetzt einfach mal ein bisschen flott hier an dieser Stelle, sonst rennt uns die Zeit tatsächlich weg. Wir machen als nächstes weiter bei den Wunschmärkten britisches Pfund, US-Dollar, also auch das Cable immer mal wieder auf der Uhr und da sehen wir ja auch gerade, dass der US-Dollar hier doch deutlich mitwirkt und wir im Cable doch jetzt auch ein ganzes Stückchen zurückkommen. Nochmal kurz in den Wochenchart rein. Wir hatten ja das Umkehr-Setup definitiv auch besprochen. Hier sehen wir mal noch die Grafik des Ganzen drinnen. Moment, ich muss es mal eins kleiner machen. Was ich hier an dieser Stelle zeigen möchte, ist erstmal, wie man den Chart aufräumt. Also, sorry dafür, aber wenn wir hier die kurzfristigen Besprechungen machen, ist es halt manchmal voll. Da brauchen wir das in den kleinen Zeiteinheiten, aber wenn ich dann natürlich mal flott in eine größere Zeiteinheit reingehen will, dann sind die kleinen natürlich immer extrem eng. Also, was haben wir hier? Ich habe es euch letzte Woche vorgestellt. Wir haben ein massives Umkehrsignal mal wieder hier oben um die 1,4260 gehabt. Das fängt der Markt jetzt an zu spielen. Heißt also an dieser Stelle, das Umkehrsignal von letzter Woche ist bestätigt und wir gehen jetzt in die korrektive Phase rein. Und da kann ich gerne auch nochmal verweisen auf den Report, den ich geschrieben hatte. Ich muss mal ganz kurz schauen. Wartet mal, lasst mich mal kurz gucken, wer das nochmal nachlesen möchte. Wartet mal, ich gucke mal kurz in den Blog rein, weil der Blog von Tickmill, also wer den Blog von Tickmill nicht kennt, geht einfach mal auf die Website von Tickmill und dann auf den Blog, also quasi in den Blogbereich rein und im Blog an sich, wartet, ich zeige euch das mal ganz kurz, also hier geht einfach auf den Link von Tickmill und dann auf den Blogbereich, hier, da kommt ihr ganz klassisch in den Blog rein, ich nehme mal ganz kurz die Links und poste die hier mal ganz kurz rein, damit man das auch immer anschauen kann und da könnt ihr unter anderem auch auf all das zurückgreifen, was ich sozusagen immer schreibe. Da veröffentliche ich auch das hier jeden Morgen, was wir geschrieben haben. Und da sehen wir halt, Moment, jetzt muss ich mal kurz schauen, hier sehen wir sozusagen alles, was drinnen ist. Und hier, das war das Research am Sonntag. Da ist der Artikel noch drinnen. Und da habe ich das Handelssetup auch beschrieben. Und da sehen wir sozusagen die Marker, die wir da drinnen haben. Das ist alles wirklich absolut aktiv und dort schreibe ich auch gerne mal über längere Sachen, die man da haben kann. Und schaut mal, da sehen wir sogar noch hier an dieser Stelle das Umkehrsignal noch mit drinnen, was ich da betrachtet hatte und auch die Potenziale, die sich ergeben können. Und deswegen hier ist nochmal alles da und der nächstgrößere Anlaufpunkt, den wir jetzt hier haben, wäre mal hier unten dieser Anlaufbereich um die 1,3430. Wenn natürlich ordentlich Druck drauf kommt, kleiner Haltebereich zwischendrin, oder was heißt kleiner, der nächste Haltebereich, den wir hier an dieser Stelle sehen, ich mache mal kurz den kleineren Zeitrahmen rein, schaut mal hier, das ist das Level um die 1,3750 hier, also in diesem Bereich, da muss ich hier, also dieses Level, das ist der nächste Haltebereich, den wir da haben, das ist also ein Auffangbereich, da ist der Markt ausgebrochen aus dieser Seitwärtsphase hier, zack, nach oben und das wurde gut und jetzt ist es halt die Situation, schaut mal hier, das ist der Punkt hier an dieser Stelle, da muss es unten drunter durchgehen auf der Tagesbasis. Das Short-Signal auf der 4-Stunden-Basis, das ist schon durch, das kam schon früher, aber auf dem Tag kommt es jetzt, wenn wir hier unter das Tagestief von, wann war denn das gewesen? Jetzt muss ich mal kurz gucken, vom 2.3. drunter gehen. Dann haben wir auf Tagesbasis eine Abwärtstrendbildung. Und die hat dann die Chancen, als nächstes hier die 1,3750 anzulaufen. Und wenn das nicht hilft, hier 1,3565 und 1,3520 sind mal die nächsten Zwischentiefs. Also da ist einiges auf der Unterseite da, was tatsächlich sehr, sehr, sehr spannend ist. Ich darf nicht vergessen, den US-Dollar nachher nochmal kurz zu besprechen. Das ist nämlich auch sehr, sehr wichtig. So, jetzt, wo wir gerade bei den Wunschmärkten sind, ich gucke mal kurz noch in den Wunschmarktbereich vom Facebook rein, da sehen wir gerade nichts. Wir haben nur eine Frage noch zum europäischen Aktienmarkt und zum amerikanischen Aktienmarkt. Die Frage gehe ich auch gleich mal noch an. Aber ich hoffe, dass hier an dieser Stelle die Fragen zumindest soweit es geht beantwortet sind. So, jetzt gehe ich mal ganz kurz rein, was wir noch haben. Also Fragen zu Werten haben wir jetzt noch zum US-Dollar, türkische Lira und zum Euro, türkischen Lira und danach kommen wir zu den Indizes. Das heißt, dann gehen wir auf DAX, auf den NASDAQ, also auch ein bisschen auf die US-Indizes ein. Das machen wir in Kürze, aber zunächst mal flott noch über die beiden Außenseiter hier und zwar im Bereich türkische Lira und das ist durchaus auch für die interessant, die sonst nicht so in den hinteren reinschauen. Ich möchte hier an dieser Stelle einfach das ein oder andere oder die ein oder andere Chance nutzen, auch mal über sowas zu sprechen. Also hier, wir gucken uns das Ganze mal auf Tagesbasis an und wir sehen, wie stark die Bewegungen auch in diesen Währungen sind, ja, dass man da durchaus etwas für seine eigenen Trades mitmachen kann und was wir hier im euro-türkischen Lira momentan sehen, ist ganz klar, wir sind verortet in einem Abwärtstrend und wir liegen hier momentan auch auf einem wichtigen Widerstandslevel hier oben drinnen und da kriegen wir in den letzten Tagen auch immer wieder Abverkäufe rein, also das heißt hier oben dieser Bereich um die Marke hier oben, da drauf, hier oben, das Level in etwa grob die 910, also dieses Level hier unten 909, 910, 911 oben rauf, das ist hier oben das Level, wo wir uns den Kopf momentan stoßen und da haben wir halt die Verortung im Abwärtstrend auch drinnen. Sollte es hier nach unten drunter durchgehen, die Anlauflevel zur Unterseite können wir hier schnell sehen. Hier, das wäre mal das kleine Zwischentief um die 8,69, 8,70 rum und dann als nächstes Thema Trendfortsetzung hier das Zwischentief um die 8,35 und wenn das auch noch rausfliegt, dann machen wir es uns jetzt einfach mal ganz leicht und zwar messen wir mal aus, hier den Chart vom Zwischenhoch, momentanes Zwischenhoch zum Tief und machen das mal unten drauf und dann sehen wir schon, in welche Level wir als nächstes reinlaufen für die größeren Ziele und da liegen wir mal locker hier unten drinnen um die 67, was da auf der Unterseite alleine aus dieser Korrektur rauskommen kann und dass der Markt das spielt, sehen wir auch aus dem oben, schaut mal hier, wenn wir das mal so sehen, grob von oben nach unten, da ist auch viel gekommen und das sehen wir die Chancen und wir haben halt auf dem Weg dort runter noch einiges mehr liegen, das heißt hier die Anlaufpunkte hier zwischendrin, das kleine Zwischentief um die Marke von 8,10 beziehungsweise hier dann das Ausbruchslevel, was wir hier haben, als wir aus diesem Dreieck ausgebrochen sind, das ist hier oben die Marke von 7,84 in etwa, das sind die Anlaufpunkte, die wir haben, wenn es nach unten weitergeht, nur bis dahin ist auch einiges zu sehen und wie schon gesagt, wenn wir hier direkt wieder abprallen, wie hier drüben auch, dann ist der Weg nach unten erstmal da, sollte es aber drüber gehen, nächstes Level hier oben. Da hatten wir das Spike hoch bei 9,73. Das wäre mal der nächste größere Anlaufpunkt. Und auch hier gerne mal auf die kleineren Umschwunglevel schauen. Da haben wir nämlich zwei Level da, die da durchaus interessant sind. Das wäre einmal dieser Bereich hier drüben. Moment, hier, also dieser, als wir hier rumgedreht sind und diese kleine Aufwärtssequenz rausgenommen haben. Das ganz klar an dieser Stelle der Wert hier oben. Das ist dann interessant. Grob 49. 9,41, das euro-türkische Lira. Und jetzt machen wir den gleichen Blick mal noch in das Währungspaar mit dem US-Dollar. Kurzen Augenblick, den ziehen wir auch einfach rüber. US-Dollar, türkische Lira, zack, haben wir es drinne. Nicht wundern, dass die ganzen Linien hier noch drinne liegen. Das ist, ja, das ist normal im Metatrader. Der nimmt einfach alles, was im Chart drinnen liegt und bindet das Chart gebunden und nicht Instrumenten gebunden. Deswegen sehen wir hier die alten Linien noch drin. Ich gehe gleich mal noch in den passiven Modus rein. So, was sehen wir hier? Der Chart vom US-Dollar türkischen Lira, der sieht ein klein wenig anders aus als der Chart vom US-Dollar türkische Lira. Hier laufen wir momentan über ein wichtiges Level leicht rüber, aber auch hier sage ich ganz klar, das Level, in dem wir uns jetzt hier befinden, ist ein Widerstandslevel, also ungefähr die 7,50, 7,52, wo wir gerade sind. Das ist ein wichtiges Widerstandslevel. Und da sehen wir halt auch die Oberseite und die Unterseite. Und wenn wir jetzt hier sozusagen von oben abprallen sollten, dann das Bild tatsächlich ähnlich wie gerade im Euro. Hier unten die 7,22, erster Anlaufpunkt und dann das letzte Tief hier unten, das wäre dann mal die 6,89. Das ist die Unterseite, die wir hier haben, aber wir haben halt auch hier wieder die Situation, dieser Widerstandsbereich kann natürlich auch überschritten werden und da ist es das gleiche Bild sozusagen, nur ein bisschen die Verortung anders. Nach oben hin ist offen, erst einmal hier bis in den Bereich von 803, 804 und was wir hier an dieser Stelle auch sehen ist, wir haben auch hier so einen kleinen Wechselbereich, wo der Markt oben rumgedreht ist. Und dieses Level haben wir hier an dieser Stelle liegen um die 7,75. Und da auch hier im US-Dollar türkische Lira, wir sind verortet in diesem Abwärtstrend mit drinnen. Jetzt geht es halt darum, der hat schon mal oben angelupft hier, das kleinere Zwischentief rausgenommen. Also der Trend hat natürlich hier sein Zwischenhoch. Wenn der rausfliegt, dann müssen wir sehen, dass wir hier die Oberseite auch forciert bekommen und die oberen Level dann anlaufen. Prallen wir allerdings hiervon auch nach unten hin ab, dann das Ganze natürlich zur Unterseite mit zu sehen. Das muss man dann sehen, wie sich das Ganze ergibt. Die Charttechnik ist hier wie immer ein guter Richtungsgeber. So, damit wäre auch das geklärt. Dann haben wir sozusagen noch den Ölmarkt, den WTI. Das hatte ich ja auch gesagt zum WTI. Da haben wir ja auch entsprechend die Situation gehabt mit der OPEC diese Woche. Also das heißt, im Thema WTI, da gibt es eigentlich von der Nachrichtenseite her nicht wirklich viel Neues. Und das ist halt auch der Punkt, weil es nicht wirklich viel Neues gibt. Wir hatten ja vor 2 Tagen, glaube ich, über das Umkehrsignal hier drinnen gesprochen. Und da sehen wir halt, dass der Trend halt auch nach oben läuft und dass der Trend nach oben hin noch längst nicht zu Ende ist. Ich gehe mal ganz kurz hier in die Woche rein. Wir sehen, nächster Anlaufpunkt hier in der großen Sicht hier oben, das Level um die 65 bis 66 rum. Wenn der Markt auch das rausnimmt, dann kann ich hier live im Webinar schon mal wieder das nächste Mal die nächste Oberseite bestimmen. Und wenn wir uns aus der charttechnischen Sache das Ganze mal ausschauen wollen, hier oben die 77,10 sind da. Und eine der Gründe, weshalb wir hier auch weiter so stark bullisch nach oben gehen, und da habe ich ja auch gerade gesagt, da ist das Thema der Rohöl-Lagerbestände momentan nicht so gravierend, dass das den Markt so beeinflusst. Unter anderen Umständen wäre ein so hoher Anstieg von den Lagerbeständen mit Sicherheit anders gekommen, aber die OPEC hat halt einfach ganz klar gesagt, wir lassen die Förderkürzungen weiterhin bestehen bis zum April, um die Märkte zu stabilisieren. Okay, da kann man sich fragen, was soll denn stabilisiert werden? Aber wir haben halt hier eine künstliche Verknappung eines Marktes und das treibt halt die Preise nach oben. Was treibt die Preise? Die Preise treibt einfach an der Stelle das kleine Angebot und die erholende Wirtschaft. Und eine Wirtschaft, die sich erholt, wird auch die Frage nach nach dem Öl weiter nach oben bringen, zumindest kurzfristig, und aus diesem Grund befeuert das die Long-Seite. Und hier oben wird es dann halt wirklich spannend, wenn wir über die 66 fliegen, ist sie nach oben hin bis 77 charttechnisch hier im WTI nichts drin, was auffällt, da könnte es noch deutlich weiter zur Oberseite reingehen und die Nachrichten befeuern genau das. Einziges Gegengewicht, was wir momentan dazu haben, ist halt tatsächlich das Thema Schieferölproduktion. Die USA, die kümmern sich da ja wenig um das, was die OPEC macht. Die Schieferölproduzenten legen da einfach los. America first, wenn man im eigenen Land besser fördern kann und die eigene Wirtschaft stützt, glaube ich kaum, dass da irgendjemand in den USA etwas dagegen sagt, und das könnte dann unter Umständen etwas Erleichterung bringen, denn ich muss auch ganz ehrlich dazu sagen, so je teurer der Ölpreis wird, umso schwieriger wird das irgendwann für die Wirtschaft auch zu verdauen sein. Die Preise steigen massiver an, das wirkt sich dann massiv auch auf die Inflation aus, denn wir wissen ja selbst, dass Öl auch ein wichtiger Schmierstoff für die Wirtschaft ist, auch wenn es in, ich sag mal momentan in Nuancen immer unwichtiger wird. Langfristig wird der Ölmarkt nicht mehr diese stark tragende Relevanzen haben, weil wir halt sehen, das Thema grüne Energie wird immer stärker, und alles, was Energieproduktion ist und nicht mehr aus fossilen Brennstoffen wie zum Beispiel Öl gewonnen wird, das wird halt auch auf den Ölmarkt auswerten. Aber das haben wir noch nicht jetzt, das ist noch eine Weile hin, und aus diesem Grund können wir hier momentan davon ausgehen, dass der Trend unter der jetzigen Maßgabe auch noch ein gutes Stückchen weiter laufen kann an dieser Sache. Das zum Ölmarkt, und damit gehen wir rüber zu den Indizes. Ich hoffe, ich habe da nichts vergessen, dass hier an dieser Stelle das Ganze mit rein. Ja, hier kommen auch schon Meldungen, dass man da gute Gewinne mitnehmen konnte. Da freue ich mich immer wieder, wenn wir das Ganze hier haben. Also das Ganze sehr, sehr schön. Und das Ganze auch mit reinzunehmen. Jetzt schauen wir mal auf die Indizes. Erste Frage, die wir natürlich hatten an dieser Stelle, war der Blick auf die Indizes, auf den NASDAQ. Ich sehe gerade auch noch die Frage hier im Facebook zu dem Thema Ölpreis, warum der steigt. Ich hoffe, die Frage habe ich auch gerade mit beantwortet. Was dahinter drin steht, die habe ich jetzt erst gesehen, aber ich denke, das wäre auch durch. Kurze Info dazu, und wenn da noch Fragen sind, einfach nochmal stellen. So, Leute, wir schauen auf den NASDAQ. Den haben wir hier. Den haben wir im Stundenchart, den NASDAQ gucken wir uns mal kurz im Tageschart auch noch an. Ja, was soll ich sagen? Das Thema The Trend is Your Friend, das kennt ja jeder, ja. Und was haben wir jetzt für einen Trend? Ganz klar, wir haben einen Abwärtstrend. Also logisch, runter, hoch, runter, boom. Vorgestern kam es hier unten zum Test des Trendtiefs. Gestern dann ist der Abwärtstrend bestätigt worden. Um es kurz zu machen, wir haben es ja schon gehabt, die Auffanglevel hier zwischen 12.465 und 12.250 sind jetzt auf der Agenda. Die 12.465 ist mittlerweile technisch rausgenommen worden. Wir haben die Tiefs gestern gesehen um die 12.310. Das ist auch der Bereich vom heutigen Tagestief gewesen. Das heißt, wenn man das mal so sieht, es kommt jetzt ein bisschen drauf an, was der Arbeitsmarktbericht macht, aber das hier unten in etwa die Tagestiefs, das ist mal so der letzten beiden Tage so ein bisschen die Nuance, wo man sieht, wie könnte es denn weitergehen. Da unten, das mache ich mal ganz kurz ein bisschen grün, wenn der Boden dort auf Wochenbasis hält, könnte es durchaus sein, dass wir hier auf der Wochenbasis das Tief gesehen haben und wir dann, wenn die Woche übers Wochenende irgendwie verdaut wird, ja, dass es dort dann erstmal wieder zu einer Gegenbewegung kommt. Wir haben ja gesehen, die Gegenbewegungen kommen immer mal auch ziemlich heftig, aber die Chartunterseite ist jetzt ganz klar auch mal da, und an dieser Stelle möchte ich auch eines noch ganz deutlich sagen. Das Thema Technologie ist natürlich in den letzten Jahren und Monaten immer weiter gelaufen, und die Gesamtsituation, die wir jetzt hier an dieser Stelle haben, ist eine Situation, bei der wir, ich mache mal kurz die Kamera wieder an, bei der wir, wenn wir uns die Charts hier mal anschauen wollen, bei der wir durchaus in die Situation kommen, auch mal zu überlegen, was ist denn jetzt hier los, warum verkauft der Markt ab? Wir haben eine sehr, sehr spezielle Situation auch an den Aktienmärkten gehabt. Wir kommen, ich sag mal so, es sind ja die Situationen an den Aktienmärkten, die größten Chancen, aber auch die größten Risiken haben. Das sind immer die sogenannten Extremsituationen, die wir hier haben, ne? Und was wir an Extremsituationen im vergangenen Jahr gehabt haben, was die allgemeine Wirtschaft betroffen hat, das war natürlich das Thema Covid-19. Und das Extrem, was wir dort gehabt haben, war zum einen natürlich, wie wir Menschen, wie unser Leben dadurch beeinflusst wurde, aber zum anderen war das natürlich auch, wie hat sich die Wirtschaftswelt dadurch beeinflusst, beziehungsweise was hat der Zinsmarkt dadurch gemacht? Und wir haben es ja gesehen, beispielsweise hier bei uns in Deutschland, das Thema auch der Senkung von Steuersätzen, um die Wirtschaft zu stützen. Das gab es ja nicht nur in Deutschland, sondern Wirtschaftsstützungsprogramme gab es ja überall. Und jetzt sind wir halt in der Situation, wo die Wirtschaft wieder anspringt, so langsam aber sicher. Also wir sind natürlich noch nicht auf vollem Niveau, aber man kommt so langsam von unten nach oben raus. Und die Chancen, dass es weitergeht, immer davon ausgehend, dass wir auch ein Vakzin haben, was lang genug hält und der Virus hier uns nicht länger an der Nase rumführt, sondern wir das irgendwo in den Griff bekommen, dann sollte sich die Wirtschaft weiter erholen und das macht natürlich Druck auf die Preise. Dann haben wir noch die Mehrwertsteueränderung beziehungsweise auch die Erhöhung von Kosten für fossile Brennstoffe auf die Extrasteuern. Das wirkt natürlich auch preistreibend ohne oder inflationstreibend, ohne dass man mehr Bedarf daran hat. Und das bringt den Druck nach oben hin. Das ist die eine Seite. Also das ist wiederum das andere Extrem, dass jetzt die Nachfrage steigt, dass wir auch Nachholeffekte haben. Die Nachholeffekte sind meistens nur temporär, aber ein bisschen was bleibt dann hinten dran auch noch übrig, was durchaus andere Sachen mit in Gang bringt, weil man muss sich einfach nur mal überlegen, was passiert denn, wenn jetzt die Hotels und Restaurants wieder aufmachen. Die gehen natürlich wieder einkaufen, entsprechend brauchen natürlich Produkte, es wird mehr konsumiert und. Das hängt ja alles miteinander zusammen, diese Zahnrädchen, und das bringt dann den Druck nach oben. So, das bringt dann sozusagen auch die Zinsen zum Steigen. Und jetzt haben wir halt die Situation, wo einiges aufeinander kommt. Das heißt, zum einen das Thema Zinssteigerungen an sich sind ja ab einem bestimmten Punkt immer ein bisschen schwierig zu sehen für die Wirtschaftsmärkte. Das heißt, wenn Zinsen oder Kredite aufgenommen werden, dann hat man die Situation, dass die Kredite teurer werden und dass man dann natürlich an dieser Stelle auch die Situation hat, dass die Unternehmen dadurch mehr belastet werden. Das ist die Unternehmensseite. Und jetzt kommen wir mal noch zu der anderen Anomalie, die wir haben. Und das ist jetzt nicht das erste Mal, dass ich sowas mitbekomme, sondern das ist etwas, das gab es schon öfter. Und in meiner Zeit, ich bin ja seit Ende der 90er Jahre an den Märkten aktiv, habe ich es gesehen, zu den Zeiten vom neuen Markt, wo man ganz, ganz sorglos einfach, Entschuldigung, ich muss mal kurz einen Schluck Wasser trinken, dass man ziemlich sorglos mit dem Thema Aktien umgegangen ist. Beim nächsten Mal, als wir dann den nächsten großen Aufschwung gehabt haben, war das Ganze noch ein bisschen heftiger. Da kam es dann dazu, dass immer mehr Menschen ziemlich leichten Zugang zu den Aktienmärkten hatten, ne? Dann kam das Wachstum der Online-Banken, dann gab es die ersten Wertpapierkredite in großen Mengen für die Privaten auch. Das heißt, da wurde auch den Privaten der Zugang zu mehr Kapital ziemlich stark erleichtert. Und jetzt in dieser Zeit, wie wir es jetzt beispielsweise haben, da haben wir zum einen natürlich weiter den Fortschritt, um den Privaten auch den Einfluss oder den Zugang zu dem Aktienmarkt zu erleichtern. Das ist das eine. Das zweite ist, wir haben natürlich wieder eine sehr, sehr hohe Frequenz bei den Wertpapierkrediten, die hier mit reinkommen. Und das dritte ist, wir haben mittlerweile Broker, die sogar kostenfreie Tradings in den Aktienbereichen auch mit anbieten. Und das bringt natürlich immer mehr Leute rein, die auch vom Traden an sich überhaupt keine Ahnung haben, die einfach nur traden, weil die Flut gerade alles hebt, was auf dem Wasser schwimmt quasi. Und man kauft relativ sorglos. Und wenn so eine, sage ich mal, Situation dann plötzlich umkippt, dann hat das natürlich massive Hebelwirkungen. Die ganzen Kredite, die ausgegeben wurden, mussten zurückbezahlt werden. Dann werden Margin-Richtlinien verletzt. Die Broker ziehen die Margin-Quoten teilweise an und dadurch muss natürlich extrem verkauft werden. Und dann haben wir halt natürlich die Situation, dass die technologielastigen Aktien natürlich auch sehr kreditgebunden sind. Und wenn wir da mal schauen, zwei Indizes, die das insbesondere trifft, ist natürlich vorneweg der NASDAQ. Der ist natürlich technologielastig Nummer 1, deswegen ist das der US-Technologieindex. Der zweite Index, der dazu noch mitkommt, ist der ES, also der S&P 500. Und der S&P 500 hat auch, wenn ich die Zahlen noch richtig im Kopf habe, um die 20% Technologie. Und wenn da das gleiche Spiel losgeht wie im Nasdaq, tja Leute, da ist es halt einfach so, dann werden durch diese Sachverhalte, dass in diesen Aktien, die gerade so technologielastig sind und Kreditprobleme bekommen könnten, dass dort sozusagen die Verkäufe einsetzen und das drückt es natürlich runter. Und das müssen wir immer so fundamental ein bisschen im Hinterkopf halten. Zurück zum Chart. Laufen wir hier, wie schon gesagt, unter diese Zwischentiefs hier unten drunter, dann sieht es nach unten hin aus. Nächster kurzfristiger Anlaufpunkt 12.250 haben wir hier drüben. Und wenn wir uns das Ganze mal kurz noch im Wochenchart anschauen wollen, schaut euch mal den Trend vom Wochenchart an. Der hat viel, viel Luft zur Unterseite. Heißt also an dieser Stelle hier, wenn wir uns das mal kurz anschauen wollen, hier Aufwärtstrend, hier die Schub, das war der letzte starke Schub nach oben an dieser Stelle. Das ist an diesen Charts halt auch gut zu sehen. Also das heißt hier, da ging es deutlich hoch. Na, hier der kleine Zacker, dann hier hoch, Bewegung, die Korrektur und dann hat es den Markt nach oben geschoben. Das heißt, wir sind auch in eine immense Bewegung reingelaufen. Und wenn man sich nur mal nach diesem kleinen richtet, haben wir hier schön diesen Trendkanal zur Oberseite hin, den haben wir da jetzt da, und wenn wir uns einfach den mal anschauen wollen, der ist jetzt auch nach unten verlassen worden, dann haben wir halt ein Potenzial, ohne diesen größeren Trend hier kaputt zu machen, auf 11.000 Punkte im NASDAQ. Und das ist bei weitem eine Sache, die kann durchaus passieren. Und da sehen wir auch das Potenzial für die Unterseite. Schauen wir uns mal den S&P 500 an. Der sieht in der Stunde genauso aus. Auch hier an dieser Stelle, wenn wir uns mal kurz den Tageschart anschauen wollen, da wird das Tagestief von gestern auch interessant. Und bitte nicht vergessen, wir haben heute die Non-Farm-Payrolls. Und je nachdem, wie die ausfallen, da werden die Vortagestiefs bzw. die aktuellen Tagestiefs auch interessant, auch für das kurzfristige Trading. Und da wird es halt wichtig, was wir hier an dieser Stelle natürlich auch sehen. Wir haben auch im S&P 500 mittlerweile einen intakten Abwärtstrend da. Ja, der ist da, den können wir nicht wegreden, den brauchen wir auch nicht wegzureden. Den haben wir hier, spätestens als wir hier drunter gelaufen sind, aber schon ein Stück weit früher das Ganze auch bekommen. Moment, ich räume hier noch ein bisschen auf. Da haben wir diesen Abwärtstrend da, der ist da. Wir haben hier Bewegung, Korrektur, Bewegung, Korrektur, Bewegung. Wichtiges nächstes Level, was wir hier jetzt im S&P 500 haben, ist hier unten dieser Bereich um die Marke von 3.660 Punkte rum. Dieser Supportbereich hier, das wäre mal das nächste. Und das ist übrigens auch der Bereich, den wir hier durchaus sehen können, wenn wir mal schauen, wo die Korrektur entsprechend herkam. Wenn wir das mal unten draufsetzen, ganz klar, alleine das Potenzial aus dieser Korrektur ist hier unten erst um die 3.660, 3.700 Punkte in diesem größeren Drehbereich hier. Ist ja viel da, die 3.7 sind wir kurz drüber geblieben. Das sind wichtige Level, also die 3,7 als psychologisch wichtige Marke. Und wenn die auch fällt, dann wäre das nächste Anlauflevel hier die 3.659. Und wenn wir uns das auch mal aus trendiger Sicht auch anschauen wollen, hier an dieser Stelle, dann sehen wir hier Korrekturtief, Trend hoch, hier, das wäre wirklich der Bereich ohne weiteres entsprechend anlaufbar. Und dieser Abwärtstrend, den wir jetzt hier am Laufen haben, wie schon gesagt, der hat das Potenzial, direkt dort unten reinzugehen. Und da wird es wieder interessant zu sehen, was an dieser Stelle wird. Kommt hier unten ein Abprall und der Markt läuft wieder hoch, haben wir Chancen, diese Box oben rauszunehmen, beziehungsweise wieder Richtung der Hochs zu laufen. Erst einmal wenigstens hier unten rein in das Tief hier unten, in diesen Drehwendebereich um die 3.800 Punkte. Aber wie schon gesagt, das ist alles noch so weit weg und der heutige Handelstag mit den Non-Farm-Payrolls, der kann ja wirklich entsprechend alles entscheiden, ob wir den Schub nach oben sehen oder erstmal nochmal einen heftigen Abverkauf zur Unterseite an dieser Stelle. Und dann gucken wir uns den Dow nochmal kurz an, hier an diesem Punkt, der Dow genauso angeschlagen. Und hier im Dow, da hatten wir vor ein paar Tagen schon mal intensiver drüber gesprochen, auch hier der Abwärtstrend ist da. Nächstes großes Auffanglevel 29,660, das Tief, das Zwischentief, das Trendtief. Und auch hier wird es heute interessant, was passiert am Vortagestief. Das haben wir ein bisschen über 30.520 Punkte und das Level haben wir da. Und wenn es da drunter geht, dann ganz klar ist der Weg nach unten hin Richtung 29.660 Punkte definitiv auch mit offen. Für diejenigen, die es im kurzfristigen Traden wollen, natürlich hier die kleinen Trends mit anschauen. Ich raff's mal kurz zusammen und da wird es natürlich wirklich wichtig hier zu sehen, wo es hingeht. Und hier sehen wir halt auch schon, was der Markt hier macht. der Weg nach unten ist halt auch da. Und jetzt mal exemplarisch das Thema für den Dow besprochen hier an dieser Stelle. Wenn der 5-Minuten-Chart hier sich nach unten dreht, dann können wir uns mal auf das Größere beziehen. Und das Größere, was kommt, ist einfach das hier. Hier, das war die Korrektur. Und wenn wir jetzt hier den Weg nach unten sehen und wir hier unten drunter durchlaufen, ist das ganz klar ein Zeichen, dass es kurzfristig erstmal zur Unterseite geht. Und oben ist momentan so ein bisschen der Deckel drauf, um die 3.950. Und das sind mal die kurzfristigen Entscheidungspunkte mit Blick auf den Dow. So, es ist jetzt 9:25 Uhr. Meine Güte, die Zeit, die rennt ohne weiteres weg. Passt auf. Ich muss jetzt mal etwas auf die Tube drücken. Und zwar haben wir noch die ein oder andere Sache auf der Uhr. Ich glaube, dass mit den entsprechenden Zinsen... Ich will das wirklich nicht zwischen Tür und Angel machen. Wir haben ja schon die Rückfragen auch in den Chat auf Zoom gehabt, ob man es heute nicht machen kann oder nicht. Aber Leute, es ist schon 9:26 Uhr. Das wird zu viel. Also wenn ich das jetzt noch erwerte, sind wir deutlich mal nach 10 Uhr, wenn ich wirklich intensiv reingehe. Das wird nichts. Leute, ich habe das ja schon angekündigt. Wir verschieben das auf nächste Woche. Ich verspreche es euch, sofern ich gesund bleibe, nächste Woche Freitag besprechen wir das Thema mit den Zinsen. Versprochen, ja, da könnt ihr mich beim Wort nehmen. Ich muss jetzt nämlich noch ein paar Dinge loswerden, die deutlich wichtiger sind als das Thema Zinsverständnis, und zwar das Thema, was Paul gestern gesagt hat, beziehungsweise der Tenor ist ja klar, beziehungsweise auch nochmal kurz, wie es der US-Wirtschaft ging. Wir haben ja das Beige Book haben wir ja bekommen, übrigens auch danke für den kleinen Hinweis, ich habe Beige Book immer falsch ausgesprochen, nämlich Beige Book, aber ich habe mich auch den Hinweis hier bekommen und habe da meine Freunde in Australien gleich mal noch angefragt, wie man das ausspricht, und ja, es wird tatsächlich auch Beige Book ausgesprochen, also haben wir das Ganze diese Woche auch bekommen, und das ist wichtig für die Wirtschaft und auch für die Fed, und die Fed ist ja immer 2 Wochen nach dem entsprechenden Wirtschaftsbericht dran, und ich fliege einfach mal ganz kurz durch. Also wir haben ja wie immer die gesamtwirtschaftlichen Aktivitäten, wir haben die Löhne und wir haben die Preisentwicklung, und bei den gesamtwirtschaftlichen Aktivitäten ist es so, dass man dann weiterhin eine leichte Zunahme der Wirtschaftsaktivität haben, und das ist jetzt wirklich das Gute und das Wichtige, ein Großteil der Unternehmen bleibt auch für die nächsten 6 bis 12 Monate wirklich überwiegend optimistisch. Also das heißt, da sieht man ganz, ganz klar, die blicken in die Zukunft, die blicken in die Zeit, dass die Vakzine immer weiter verbreitet werden und damit auch deutlich eine Belebung des Gesamtmarktes auch kommt. Das sieht man da ziemlich, ziemlich, ziemlich stark, ne? Das sieht man dort. Thema ist aber eins, Thema Lieferketten kommt gerade wieder mit ins Spiel. Das heißt, die Fertigungsbetriebe, die sehen sich teilweise momentan wieder mit Lieferengpässen ausgesetzt, weil die Lieferketten etwas zögerlicher sind. Und was wir halt auch haben, ist das Thema des Immobilienmarktes. Und da sehen wir momentan eine sehr, sehr starke Zweiteilung. Während der private Immobiliensektor weiterhin sehr solide ist, gibt es Probleme am Gewerbesektor. Und das ist ganz klar. Hotels, Restaurants, Büros, alles Mögliche. Das ist natürlich ein sehr, sehr schweres Thema, das ist alles geschlossen, und deswegen ist das Problem. Da wird es sehr, sehr interessant hinzuschauen, was passiert, wenn sozusagen dort wieder die Öffnungen kommen, ob dieser Markt sich wieder belebt. Wenn ja, wäre das natürlich sehr, sehr positiv. Wenn nein, ist das tatsächlich ein Problem. Und was auch ein bisschen zum Problem werden kann, sind steigende Zinsen. Steigende Zinsen machen die Kredite teurer, und wenn sich das irgendwann jemand nicht mehr leisten kann, dann kann der Immobilienmarkt auch wieder etwas schwächeln. Also da sind einige Dinge auch da, die man in der Zukunft ein bisschen näher im Blick haben sollte. Allerdings aktuell, wie schon gesagt, der private Immobilienbereich relativ stabil. Was das Thema der Beschäftigung angeht, wir sehen das Beschäftigungsniveau. Da sehen wir hier einen leichten Anstieg. Problematisch ist es, qualifizierte Arbeiter anzuziehen. Es gibt immer noch oder weiterhin den Mangel an Arbeitskräften, und das hängt alles so ein bisschen auch mit Covid-19 zusammen, weil halt einfach Hygienekonzepte, Betreuung von Kindern und, das ist etwas, das belastet den Arbeitsmarkt, und das ist sehr, sehr wichtig. Bei dem Thema Löhne muss ich mal kurz lesen. Der Aufwärtsdruck auf die Löhne ist in Teilen da, nicht weitflächig, aber er ist in Teilen da, und zwar um Mitarbeiter zu halten oder neue Mitarbeiter anzuziehen, wird quasi ja, der Lohn erhöht. Und dann kommen wir noch mal ganz kurz zu den Preisen. Wir sehen bei den Preisen, dass für die Herstellung sozusagen die Produktionskosten außerhalb der Arbeitskosten, also die mal ausgegliedert, leicht angestiegen sind. Ich muss mal kurz weiterlesen. Besonderer Bemerk wird gemacht, Stahl- und Schnittholzpreise sind deutlich gestiegen. Ja? Und das sind ja Dinge, die werden auch sehr, sehr viel im Bau beschäftigt. Viele in den USA ist ja so, dass es auch viel Baustoff im Holz gibt. Viele Häuser werden dort mit Holz oder aus Holz gebaut. Das ist ein bisschen anders als hier bei uns in Deutschland. Und das ist natürlich sehr, sehr wichtig. Und das ist dann natürlich wieder schwierig, irgendwann, wenn die erhöhten Preise vom Endkunden irgendwann nicht mehr bezahlt werden. Dann könnte das auch negativ auswirken. Aber so weit ist es dort bei weitem noch nicht. Und zum Thema Inflation und Zinsentwicklung hat auch Powell gestern ein bisschen was gesagt, beziehungsweise eigentlich in den Reden, die auch generell kommen. Und das hört man auch von anderen Notenbankmitgliedern, die sprechen, beziehungsweise ein ähnlicher Tenor auch bei der EZB, bei den Zinsen. Die Notenbank an sich kann sich momentan eigentlich, sag ich mal, naja, ich will jetzt nicht sagen zurücknehmen. Das ist absolut das falsche Wort, aber es gibt halt jetzt aus aktueller Sicht noch keinen Zwang, die Zinsen zu erhöhen, und das ist auch das, was Powell gesagt hat. Die haben das Ganze sehr, sehr stark im Blick, und was halt gemacht wird, die haben so eine Notenbank, muss ja nicht immer gleich die Zinsen erhöhen, sondern durch die Anleihekaufprogramme kann ja auch einiges gesteuert werden, und wenn es denen irgendwann zu bunt wird, dann fangen die einfach an, die Zinsen zu verlagern, das heißt durch massive Anleihekäufe in den längeren Bereichen hinten raus erhöht man dann die Nachfrage nach den längeren Zinsen, und das wirkt sich dann auch auf die Preisgestaltung beziehungsweise mittelfristig dann auch irgendwann auf die Zinsgebung aus. Also das erkläre ich dann, wie schon gesagt, in dem Exkurs dorthin, wie diese Zinsen sich auch aufbauen und wie so eine Zinsverschiebung auch gemacht werden kann. Und das hat Powell halt auch gesagt, ja? Wenn es denen einfach zu bunt wird, dann greifen die in diese Richtung ein. Aber das, wovor der große Markt ja Angst hat, ist, dass die Notenbank halt auch die kurzfristigen Zinsen erhöht, wenn der Preisdruck zu hoch wird. Und da sagt Powell ja ganz klar, nee, das haben wir momentan gar nicht auf der Uhr. Der Markt spielt aber momentan ganz was anderes. Der hat nämlich definitiv Angst davor, dass das kommt. Und ein Punkt muss man halt auch ein bisschen auf der Uhr haben. Der Aktienmarkt hat Angst davor. Und ich sage es euch an dieser Stelle, diese Angst ist definitiv nicht unbegründet. Denn wenn wir einen steigenden Dollar haben, der mit steigenden Zinsen an den Anleihemärkten vorangeht, dann ist es halt immer ein Zeichen dafür, was an diesen Märkten los ist. Und das möchte ich mal ganz kurz zeigen. Ich muss es bloß mal ganz kurz reinholen, wenn wir uns mal eben die Zinsen anschauen wollen hier. Das, was wir hier sehen, das sind mal die Zinsen im langfristigen Bereich. Das heißt, na Kinder, was ist denn hier jetzt? Also, so, Werbung weg. Ist immer so bei kostenlosen Seiten. So, also, passt auf. Das ist mal die 10-Jahres-Anleihe, also auf Deutsch gesagt, die 10-jährigen Bundesanleihen, aber für die USA. Und da sehen wir doch einen sehr, sehr starken Anstieg. Ne? Wir haben wann war es denn gewesen? Im Oktober, November letzten Jahres waren wir hier bei 0,75. Inzwischen sind wir hier bei 1,5% auf die 10-jährigen Anleihen. Das reißt jetzt natürlich noch keinen klassischen deutschen Sparanleger vom Hocker, dass ich sage, naja, 1,5%, wir waren schon mal bei 4%, das ist ja nicht viel. Das ist aber ein Punkt, wo man auf dem Anleihesektor sagt, ai, wir sind jetzt hier im Anleihebereich für die 10-jährigen auf der durchschnittlichen Dividendenrendite des US-Aktienmarktes. Aber die Risiken sind kleiner, weil der Staat steht dahinter. Da überlegt man schon. Und wenn das Ganze dann noch weiter steigt, ich sag mal, aus den Erfahrungen heraus, 2,5% sind dort wirklich auch Größenordnung, wo dann wirklich auch auf anderen Ebenen überlegt wird, dort was zu machen. Das wirkt sich schon aus. Und das ist natürlich auch ein Problem für den Aktienmarkt. Das ist aber auch irgendwann ein Problem für die Wirtschaft, wenn die Zinsen zu hoch werden und die Unternehmen oder auch die Bürger sich nicht mehr leisten können, ihre Darlehen zurückzubezahlen wegen dieser steigenden Zinsen. Das ist schwierig. Und diese Schwierigkeit ist das, was momentan den Markt belastet. Und jetzt kommt der Zusammenhang mit dem US-Dollar. Wenn wir uns das mal kurz anschauen wollen, wir gehen mal eben auf die Futures drauf, das sind die Bonds. Und da gab es ja ein bisschen Beruhigung, aber die Bonds fallen jetzt schon wieder ziemlich stark. Und wenn diese Bonds fallen, dann steigen die Zinsen. Im 10-Jahres-Bereich sieht man genauso, auch im 30-Jahres-Bereich, sieht man auch im 5-Jahres-Bereich, ja. Das ist ein bisschen problematisch. Im Kurzfristbereich sieht man das auch schon im Zweijahresbereich. Aber die Problematik, die wir hier haben, ist einfach das. Wenn wir an den Bondmärkten steigende Zinsen sehen und diese steigenden Zinsen gehen einher mit einem steigenden US-Dollar, ja, so sieht ein steigender US-Dollar aus, ja, sieht man hoffentlich, ja. Und ich hoffe auch, dass hier im Euro-US-Dollar alle die Zeichen der Zeit erkannt haben, dass wir hier mittlerweile nicht nur einen kleinen Versuch hatten, einen Aufwärtstrend zu machen, sondern mittlerweile auch den größeren Versuch haben und wir uns jetzt an diesem Widerstandslevel hier um die 92 US-Dollar versuchen. Das ist mal ganz klar ein Zeichen, wir haben steigende Zinsen in den USA und ich hatte das ja oft genug gesagt auch, wir haben in dem Zusammenhang einen steigenden US-Dollar. Und da kann man 1 und 1 zusammenzählen, dass die Nachfrage nach steigenden Zinsen in den USA die Anleihepreise sozusagen nach oben bzw. die Zinsen nach oben schieben. Und das wird dann interessant entsprechend für die Trader bzw. die Investoren, die sich sagen, das ist schon für uns ein interessantes Level. Dann kaufen wir doch einfach mal US-Staatsanleihen. Dazu braucht man Dollar. Das schiebt den Dollar hoch. Und das wiederum ist ein ganz untrügerisches Zeichen dafür, dass der Markt gesucht wird. Und wenn die Zinsen jetzt auch weiter steigen, dann ist das ganz klar ein Indiz dafür, steigender Dollar, steigende Zinsen, dass die Zinspapiere gekauft werden. Ja, und das ganze Thema ist dann dazu da, dass der Aktienmarkt darunter leidet, weil wenn das Geld in die Zinsen reinfließt, dann fließt das Geld halt irgendwann auch aus den Aktienmärkten raus, dann wird massiv umgeschichtet und das könnte dann nachhaltig dazu führen, dass der US-Aktienmarkt oder auch der weltweite Aktienmarkt, der US-Aktienmarkt zieht es dann ja global quasi runter, dass man dort an dieser Stelle das Ganze dort hat. Und da haben wir noch eine kurze Frage zu bekommen. Hier an dieser Stelle, und zwar, Moment, ich muss mal kurz schauen, wo war die Frage gewesen? Wir haben es gehabt, eine Frage, werden Aktienmärkte in Europa nun wieder besser laufen, gegebenenfalls nachziehen, wenn der US-Dollar stärker wird und der Euro schwächer? Das glaube ich bald nicht, lieber Christian, denn wenn die US-Wirtschaft schwächelt, hat das auch massive Auswirkungen auf den Export der Deutschen. Es ist nicht ausgeschlossen, dass das so ist, aber wir wissen es ja an dieser Stelle auch, wenn wir hier erstmal eine starke Korrektur bekommen, hat das meistens auch die Auswirkungen auf die anderen Märkte und wir sehen es ja, die Märkte fallen ja nicht nur hier bei uns in den USA jetzt, also was heißt bei uns, die fallen ja nicht nur in den USA, sondern wenn wir das mal ganz kurz anschauen wollen, die US-Märkte haben wir durch, wenn wir uns den DAX mal anschauen wollen, der DAX ist auf dem Weg nach unten, Moment hier, also wir sehen auch hier Allzeithoch, jetzt geht es hier kräftig auch nach unten, der australische Aktienmarkt korrigiert momentan auch nach unten, Japan korrigiert nach unten, UK korrigiert nach unten, das siehst du mal, wie weit das Ganze hier gelaufen ist und was der Markt hier macht und das sind so die Dinge, wo man sagen kann, das ist halt ein globales Phänomen, was dort an dieser Stelle kommt und das mit den Zinsen ist halt dann entsprechend in vielen Regionen auch so, weil die Inflation ist natürlich da und die großen Preistreiber sind beispielsweise auch der Ölpreis und es ist ja nicht so, dass nur die USA Öl braucht, das brauchen wir ja überall und das wirkt sich dann schon auch global aus, weil wir sind heute extrem vernetzt und wenn ein Staat oder eine Firma Preise erhöhen muss, dann wirkt sich das auf alles aus und aus diesem Grund denke ich mal, dass das hier quasi im Konglomerat sich entwickeln wird und deswegen wird sich Deutschland dort nicht massiv abkoppeln können. Das dazu, ja, weil nur das Thema mit den Währungen wäre ein bisschen zu leicht, leider. Ja, würde mich auch freuen, wenn es so wäre. Also, heute wieder eine ganze Menge gewesen. Ich weiß, es war relativ lang. Ich hoffe, es passt. Wir machen nächste Woche die Zinsen. Ich sage an dieser Stelle danke fürs Zuschauen. Empfehlen Sie uns sehr, sehr gerne auch weiter. Und wie schon gesagt, nächste Woche gibt es die Zinsen am Sonntag, das Research am Sonntag. Ich bin gespannt, was sich dort hier auf meine Liste setzt. Und wir sehen uns Montag um 8:30 Uhr wieder zur Besprechung der Märkte an dieser Stelle. Und hier auch noch, wie ja, in der letzten Woche hatte ich das, glaube ich, auch gesagt, wenn Sie jemanden kennen, den das Thema interessiert, Währungen, Indizes, Rohstoffe, einfach Tickmill Deutsch empfehlen oder aber auch mich selbst, den Mike Seidl oder auch die Investorschule, da gibt es das Rundrum-Thema auch noch. Ja, es gibt im Trading ja auch noch die Währung, neben den Währungen noch die Rohstoffe, die Aktienmärkte, nicht nur die Indizes, das sind viele Dinge, die ich persönlich auch mache. Die Währungen spielen dabei eine große Rolle, das machen wir über Tickmill, bald machen wir über Tickmill auch noch die Futures mit. Auch das wird interessant im Rohstoffbereich. Also weiterempfehlen, auch mich gerne. Freundschaftsanfragen auf Facebook sind da jederzeit willkommen. Ich freue mich drauf und in diesem Sinne allen einen guten Start ins Wochenende. Bleiben Sie gesund und bis Montag. Tschüss.